Am Montag brachen gegen 23.29 Uhr 10 Kamele sowie ein Schaf aus ihrem Gehege eines Wanderzirkus in Walderstadt aus und liefen teilweise über die Märklinger Straße bis hin zum Ortseingang Märkling. Herbeieilende Polizeistreifen sowie ortsansässige Jagdpächter versuchten zusammen mit Mitarbeitern des Zirkus die entlaufenden Tiere wieder einzufangen. Durch die insgesamt 10 Streifen der umliegenden Polizeireviere aus Leonberg, Sindelfing, Böbling und Ditzing sowie der Verkehrspolizeidirektion wurden die 10 Kamele nach etwas über anderthalb Stunden wieder eingefangen. Wir sind nur froh, dass die hiesige Polizei hier von Walderstadt uns geholfen hat und die Tiere mit geholfen hat einzufangen. Denn es sind keine Tiere zu Schaden gekommen, Gott sei Dank nicht. Verkehrsteilnehmer oder Passanten wurden nicht gefährdet. Ursache, warum die Tiere aus dem ordnungsgemäß aufgestellten Gehege fliehen konnten, war scheinbar eine leere Batterie am Elektrozaun.